Leute, heute habe ich brandneue Season 18 Leaks für euch. Teilweise gesamte Waffengattungen werden gebufft oder genervt. Legenden-Buffs und Nerfs, siehe Ballistik und Zier zum Beispiel. Welche Care-Package-Waffe könnte in Season 18 drin sein? Das ist nur eine Vermutung von mir, denn im neuen Trailer vom Neon Collection Event wurde etwas gezeigt, vielleicht versehentlich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es wirklich nur exklusiv für dieses Event. Ich glaube aber, dass es die Season 18 Care-Package-Waffe teasert und einiges mehr. Und welche Legende eventuell ein Erbstück bekommt, es werden wahrscheinlich zwei Erbstücke in Season 18 sein. Wir fangen direkt mal an. Waffen, Buffs und Nerfs, haltet euch fest. Die gesamte Sniper-Gattung soll zum einen ein bisschen verändert werden. Was da genau überall passiert, bei allen Snipern, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Longbow und die Charge Rifle einen Buff bekommen sollen. Ob das jetzt so klug ist, bin ich mir nicht so sicher. Wir erinnern uns, in Season 17 wurde die Charge Rifle erst genervt. Statt 4 Schuss nur 3 Schuss, was ich eigentlich ganz gut fand, wenn man sie selber spielt. Vermisst man den letzten Schuss, vielleicht wird das wieder angepasst und vielleicht der Damage angepasst, dass da vielleicht irgendwas, wobei es ist ja, dann wäre es ja ein Nerf, ist Käse. Lassen wir uns mal überraschen, also ich bin jetzt nicht positiv begeistert über Longbow und Charge Rifle Buff, auf keinen Fall. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Leak haltet. Die SMGs, sprich 99K zum Beispiel, die sollen genervt werden. Sie sollen auf Distanz einen Schadensabfall bekommen, einen höheren Schadensabfall. Das heißt, dass wir auf Distanz nicht mehr so viel Schaden machen. Scheinbar gibt es ein paar Leute, die auf Distanz mit nur 99 einfach alles weglasern. Keine Ahnung, ob das der Grund dafür ist, ob das jetzt unbedingt sein muss, keine Ahnung. Pistolen sollen gebufft werden, sprich die 45 zum Beispiel oder die P20. Das soll ein Buff ohne Hop-Up sein, sondern im Grunde soll irgendwas geändert werden. Wahrscheinlich der Grundschaden pro Kugel, vielleicht die Feuerrate, ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Hier ist auch noch nichts Genaueres bekannt. Die Nemesis soll nochmal genervt werden und das ist einfach mal sowas von wichtig, meine Meinung. Sie wurde ja in Season 17 schon mal genervt. Das war aber so minimal, dass es eigentlich kaum einen Effekt hatte. Also es war, ich glaube, in der gesamten Community würde ich sagen, kaum spürbar, dass da irgendwas passiert ist. Deswegen, mega verdient, die Nemesis muss genervt werden. Legenden, Buffs und Nerfs. Hier wird genervt. Im Allgemeinen sind die meisten der Meinung, dass er OP ist. Was ich, also zumindest was die taktische Fähigkeit betrifft, kann ich das absolut verstehen. Wir erinnern uns nochmal, die taktische Fähigkeit, dieser Tunnel, der in einer Reichweite von 60 Metern alles silenced und slowed, was ihnen in den Weg kommt. Und das genau soll genervt werden. Der Slow-Effekt soll reduziert werden und die Dauer des Silence-Effekts auf die Gegner soll auch reduziert werden, weil 10 Sekunden Silence und Slow-Effekt, der Slow-Effekt hält keine 10 Sekunden, natürlich nicht, aber wenn wir überlegen, was der eigentlich für eine Reichweite hat, wie viele Gegner wir theoretisch treffen können, ist das schon enorm heftig und ich denke, auch da ist es mehr als verdient, dass hier wieder angepasst wird. Ballistics taktische Fähigkeit wird ebenfalls genervt auf Dauer. Die Dauer, wenn du gesilenced wirst, also deine Waffe überhitzt, du bist getroffen, das soll wohl ein bisschen reduziert werden, wobei ich sagen muss, so stark ist der Effekt gar nicht. Und auch der Damage, wenn du die Kugel triffst, von der taktischen Fähigkeit soll genervt werden. Meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht notwendig. Müssen wir mal abwarten. Revenant Rework ist klar, er soll in einem der ersten Collection Events tatsächlich, soll es das zweite Erbstück sein, was einen Recolor bekommt, ähnlich wie bei Wraith. Nicht ähnlich, sondern genauso wie bei Wraith gibt es einen Recolor. Das soll in Season 18 kommen, wahrscheinlich das erste oder das zweite Collection Event soll es schon werden. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, weil das Revenant Erbstück sieht faktisch so schon extrem geil aus. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss, dass man da noch einen Recolor macht. Schreibt auch hier gerne in die Kommentare, was haltet ihr allgemein von diesem ganzen Recolor-Kram, gerade bei Erbstücken. Also ich finde es nicht ganz so geil. Und die Prowler wird eventuell eine Care-Package-Waffe. Warum bin ich der Annahme? Die meisten haben vielleicht den Trailer zum Neon Collection Event gesehen. Das nächste Woche am Dienstag startet, also in 2 Tagen, stand heute zum Sonntag. Und in diesem Event sieht man etwas droppen. Wir wissen, wir haben hier verschiedene Punkte, wo wir uploaden können. Und dann können wir so eine Ticks freischalten, die wir auf kloppen können. Und wie wir hier sehen, Moment, ich mach's nochmal an. Droppt beim Aufschlagen eine Prowler.
Und diese Prowler hier hat so einen roten Schein, was für mich bedeutet, könnte jetzt genauso eine Prowler sein oder irgendeine andere Care Package Waffe. Mit diesem roten Schein vermute ich, dass die Prowler ins Care Package wandert. Vermutlich könnte es sein, dass vielleicht die Hemlock oder der Bogen wieder zurückkommt. Das ist jetzt nur meine Vermutung, was ich denke. Ich hoffe natürlich, dass es die Hemlock ist, aber ich glaube, der Bogen ist eine Season länger drin. Deswegen glaube ich eher, dass der Bogen zurückkommt. Und die Prowler wird dann natürlich wieder den Fire Receiving Mod drauf haben. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ich würde mir eh wünschen, dass der Fire Receiving Mod zurückkommt für die Havoc und für die Prowler. Das wäre wirklich eine feine Sache. Das soweit zu den Season 18 News. Und demnächst wird es noch die ein oder anderen Videos in Sachen Season 18 geben. Freut euch schon mal drauf. Bis dahin wünsche ich noch ein schönes Restwochenende. Viel Spaß beim Neon Collection Event und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.